Moment, ich muss niesen. Ja. Geht weiter. Okay. Die müssen jetzt jeweils zwei Felder nach unten kommen, ne? Das heißt, ich grabe mich jetzt hier drunter durch. Und lass das jetzt mal zwei Felder runterkommen. Das kann ich insgesamt nach unten ziehen. Schön. Da war das hier noch ein kleines Rätsel. Hier war ich doch auch nicht drin. Ah, deswegen mache ich diese ganze Backtracking-Geschichte. Ich habe ja jetzt die Rohstoffnummer. Aber wie man an dem einen Ding nach oben klettern kann, weiß ich immer noch nicht. Also entweder kommt noch irgendeine Fähigkeit, wo ich dann am Schluss nochmal da hoch kann. Aber das hat mich ja jetzt angefixt. So, dann können wir hier nochmal reingehen. Dafür reicht die Faust nicht. Au. Ist schon ziemlich cool. Ah, war hier irgendwo ein Schalter, den ich jetzt gerade vergessen habe? Irgendwie war das doch hier, ne? Ja, guck mal. Der Schalter war das. Exakt. Exakt. Lö, Schalter, drücke lö. Lö. Da hat sich das schon erledigt. Hier waren aber keine Rohstoffe mehr. Also, ne, oben rechts auf der Karte. Ich wiederhole das nochmal. Ne, ist kein lila Punkt. Das wollte ich sagen. Also Wasser. Wasser nehme ich nochmal mit. Und raus. So. Hui. Ha, da war noch eine Tür. Da ist nichts mehr. Keine Rohstoffe mehr. Hier kann ich wunderbar durchfallen. Hier ist auch nichts mehr. Hier gibt es noch Rohstoffe.
Ein bisschen Erz. Licht aufladen. Für mehr als für Licht bin ich jetzt nicht nach oben. Alles andere. Das war hier diese lustige Pilzhopserei. Erste davon, glaube ich. Gab es hier noch so eins? Auf jeden Fall ist hier auch kein Erz mehr. Nö. Gut. Also eigentlich habe ich ja keinen Fallschaden mehr, ne? Du Arsch. Ich würde das mit dem Fallschaden gerne nochmal auf die Spitze treiben. Okay, da ist sonst nichts. Hier ist die 2. Da links ist ein Raum. Au. Also eigentlich hier über mir, ne? Ah, da war ich auch schon. Da war ich schon. Da war ich tatsächlich schon. Das habe ich eingesammelt. Daran kann ich mich auch erinnern. Ich erinnere. Autsch. So war das. Hatte ich eingesammelt. Und hier habe ich die Faust. Genau diese Faust bekommen. Boah, ich bin da voll auf das Vieh draufgehopst, ne? Hier war Erz, das hatte ich auch schon eingesammelt. Okay. Hier ist ein Game Go. Das größte Konkurrenz von GameStop gewesen. Die ganzen Nerds vorne dran versammelt. Siehst du hier? Haben auf den Release von vom neuen Half-Life 3 gewartet. Da, die 3. Aha, haha. Oh, guck mal, ist wirklich eine Anspielung auf Half-Life 3. Ungelogen. Lul. Lul. So.
Ich gehe nochmal mein Licht aufladen. La 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 la. Jo. Ah. Hier war Erz, das fällt in die Säure. Da muss ich mal kurz auch in die Säure hüpfen. Da muss ich auch mal ein bisschen Schaden in Kauf nehmen. Dann gibt es hier irgendwie... in der oberen Etage... Da siehst du, da oben ist noch ein Haufen Erzrohstoffe vorkommen. Ich muss noch irgendwie einen Supersprung verbessern oder so. Weiß noch nicht, was es genau ist. Weiß noch nicht, was es genau ist. Da, man kann reingucken, aber man kann nicht reingehen. Von hier kommt man auch nicht ran, man kann nur... Also da komme ich noch nicht hoch. Okay, das ist in der ersten Welt die 1 und in der zweiten Welt... Oh. In der ersten Welt die 1 und in der zweiten Welt die 3. Merke ich mir das? Nee, wahrscheinlich nicht. Moment, ich nehme mal einen Stift. Klimper, klimper. So. Und E2. So. Dann habe ich mir das nämlich mal aufgeschrieben. Jupp. Okay. Was darf sein? Jetzt kann ich mir aber die Platin-Picke leisten. Gerade so, aber ich kann es mir leisten. Und damit ist die Picke dann auch ein bisschen schneller. Und die dicke Rüstung könnte ich mir auch noch leisten. Und ein Wassersiegel. Was macht das? Kriegt mehr Wasser aus einem Tümpel raus. Das heißt, 4 Balken statt 2 aus einem Tümpel. Ach komm, hau raus. Ich weiß, da gibt es ja noch mehr zu... Also, ne? Ich wette, dass das hier... Ne. Ich hätte die ganze Zeit diese Abkürzung benutzen können. Ich wette, dass das hier... auch eine Abkürzung werden könnte, wenn die dann geöffnet ist.
Oder hier kommt noch was dazu. Irgendwie.